Okay, hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 8 von Bachelorette. Wer die ganze Folge nicht gesehen hat, in der Videobeschreibung ist der Link, da kommt ihr zu RTL Plus. Es ist mal wieder sehr viel passiert, aber was jetzt passiert, wissen wir auch eigentlich schon von letzter Folge. Ich habe euch ja schon gesagt, dass Jan das Gruppenspiel gewinnt. Es bleibt aber trotzdem noch kurz spannend. Wir müssen immer raus. Warum? Große Männer mit kleinen Egos fühlen sich von einer Frau bedroht. Und Überraschung, oh. Habe ich denn souverän gewonnen? Ganz einfach. Dafür haben wir einfach nur eine 21-Jährige richtig fertig machen müssen. Uns als drei Männer gegen eine Frau stellen. Easy. Das ist voll normal. Kenne ich aus dem Alltag. Und als kleine Belohnung, weil sich Jan so stark gegen die Frau gestellt hat, darf er jetzt Hubschrauber fliegen. Boah. Boah. Jetzt müssen wir aber noch mal ganz kurz klarstellen, dass das schon einen Grund hatte, warum Jan so gegen Emma geschossen hat. Also, es sollte jetzt nicht so rüberkommen, dass ich ein Problem mit Emma habe oder so. Ist es aber, ja. Oder irgendwie alle aufeinander, ja, oder auf Emma hetze oder so. Das wäre ja absurd, auf Emma hetze, sowas würde ich ja nie machen. Genau das ist passiert, Jan. Ich finde, dass die anderen beiden Jungs oder die drei einfach vielleicht ein bisschen besser zu dir passen würden. Ich fände es immer noch voll süß, wenn das einfach Stella für sich entscheiden könnte und nicht Jan für sie. Ja, drei vielleicht auch eher den Fokus haben, sodass wir dich kennenlernen wollen. Und ach so, und Emma will nicht, oder was? Hat Emma ihm das denn gesagt, oder woher weiß er das? Ich meine, Männer haben halt einfach auch von Natur aus mehr Interesse an Frauen. Das kann ja überhaupt gar nicht funktionieren, dass eine Frau genauso viel Interesse hat. Emma ist nicht so im Leben angekommen wie ein Devin, ein Martin oder ein Jan. Und Stella hat gesagt, sie schließt alle anderen aus, die nicht im Leben angekommen sind, oder? Wieso stellt man denn die unterschiedlichen Phasen im Leben oder die Arten zu leben gerade irgendwie unter oder übereinander? Es ist ja nichts besser oder schlechter. Ich hätte zum Beispiel persönlich gerade auch noch keine Lust, ein Haus mit Martin zusammen in der Nähe von Augsburg zu bauen und dann Familie zu gründen. Man kann nicht jeden mögen, so. Ich mag auch nicht jeden. Aber ich finde, man kann trotzdem Respekt von nett mit jedem umgehen, so. Mache ich auch. Lustige daran ist ja, dass die Männer am Anfang gesagt haben, so, oh, weiß nicht, es gibt doch bestimmt Stress, wenn jetzt auch Frauen mit in der Villa sind. Und die einzigen, die Stress machen und respektlos sind, sind die Männer. Das Date ist jetzt aber auch nicht mit dem Hubschrauberflug zu Ende. Location Recycling. Das lieben wir. Nachhaltigkeit. Wuhu. Geil. Boah. 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 Stella und Jan gehen ein bisschen planschen. Jan erzählt von seiner Zeit als Soldat. Dann irgendwie so, ja, so eine Soldatenkrankheit entwickelt, so dass ich halt glücklich war, wenn ich einen Auftrag hatte und wenn ich eine Uniform anhatte. Naja, aber dann passt er, dann kann er jetzt die Feuerwehruniform anziehen. So, jetzt ist aber schon fast eine halbe Stunde rum und wir haben uns noch nicht geküsst. Hab die ganze Zeit überlegt, okay, wie kann ich jetzt, ne, so diesen körperlichen Kontakt so ein bisschen inniger machen. Frag einfach, ob ihr kuscheln wollt. Wir können uns ja mal eine Minute lang in die Augen schauen. Ach, voll gut. Das ist ja viel besser. Mhm. Findest du das interessant? Also ich... Ah, lecker. Ach so, falls ihr euch fragt, warum ich diese 5 im Hintergrund habe. Ich habe jetzt 500.000 Abonnenten. Verliebt, dass ihr mich abonniert habt. Ich freue mich. Aber Jan ging es auch nicht nur um den Körperkontakt. Vielleicht kann ich da dann nochmal was versuchen. Das war die Idee. Ach so, er will sie küssen, okay. Da bin ich jetzt aber gespannt. Oh, hast du schon was gelesen? Du fragst dich, wie ich küsse. Das habe ich gar gelesen. Frag einfach, ob du sie küssen darfst. Habe ich recht? Stopp. Nicht nochmal fragen. Ich bin der festen Überzeugung, hätte er es nicht so ungeschickt gemacht, dann hätten die sich schon eventuell geküsst. Ich frage mich tatsächlich, ob es nicht besser ist, da noch ein bisschen zu warten. Bei dem Versuch hätte ich auch gesagt, so, nee, lass mal bitte noch ein bisschen warten. Ein Abschiedsbussi links, Bussi rechts gibt's aber trotzdem. Ich auch. Das war aber auch sehr intensiv und nah, oder? Und wie geht's unserer Rasselbande in der Villa? It'll burn right into your soul. Slip your sneakers as you creep. Luna so, ja, so sieht's bei mir gerade unten auch aus. Warte, was? Hast du etwa keine Periodenunterwäsche von The Female Company? Was meinst du? The Female Company! Okay, bevor ich jetzt aber Luna und Akko irgendwelche Worte in den Mund lege, sowas würde ich ja niemals machen.
wer braucht schon ein Selbstwertgefühl, wenn man auch einfach um 6 Uhr morgens aufstehen kann? Erzähl ich euch jetzt einfach kurz von The Female Company. Ich habe ja schon mal Werbung für The Female Company gemacht. Da habe ich zum Testen welche geschickt bekommen und war voll begeistert. Deswegen habe ich gesagt, ja, voll gerne. Ich habe sie aber auch überhaupt erst getestet, weil meine Managerin so begeistert davon war und gemeint hat, so jetzt lass sie die doch mal schicken, probier's doch mal aus. Weil sie zum Beispiel nach der zweiten Geburt einfach mittlerweile Probleme hat, Tampons zu benutzen. Und deswegen jetzt eben halt immer Periodenunterwäsche von The Female Company trägt. Auf jeden Fall habe ich dann einmal Werbung gemacht und hatte ja auch einen Rabattcode. Und dann habe ich mir mit meinem eigenen Rabattcode auch nochmal ganz schön viele bestellt. Und weil mein Rabattcode anscheinend ja doch ganz gut angekommen ist, ich kleiner Fuchs, wollen sie nochmal mit mir Werbung machen. Weil es gibt 2 neue Farben, Peach und Blue. In der Seamless-Variante jetzt unter anderem eben mit diesen 2 neuen Farben und als High-Waist-Variante. Wer jetzt aber neu ist, im Grunde ist das ganz normale Unterwäsche, nur mit einem saugfähigen Einbau mit drin, der sich aber nicht anfühlt, als würde man irgendwie eine Windel tragen. Es gibt verschiedene Saugstärken, das sieht man immer an den Tröpfchen, die da abgebildet sind. Das hier ist das stärkste, was geht. Die hat dann quasi eine Saugstärke von bis zu 5 Tampons. Und die hier ist zum Beispiel, wenn man nicht mehr so stark seine Tage hat. Oder als Schutz kann man die ja auch tragen. Doppelt hält besser, dann geht nichts durch die Hose durch. In manchen Situationen trage ich ja auch noch Tampons, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur zu Hause bin, dann greife ich nur noch zu der Periodenunterwäsche, was einfach angenehmer ist. Es gibt auch wieder einen Rabattcode mit TFC-Unterwäsche. Annikation bekommt ihr 12% Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 14 Euro. In der Videobeschreibung ist der Link, da kommt ihr zu The Female Company. Wie gesagt, es gibt auch Tampons oder BHs, also stöbert euch mal durch. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, dann könnt ihr es ja auch erstmal ausprobieren. Der nächste Code, die nächste Produktplatzierung kommt und dann könnt ihr eine Großbestellung machen. TFC-Annikation 12%. Ich war auch erst skeptisch am Anfang und look what they made me do. Okay, jetzt geht's weiter. Tschüssi. Und unsere 2 Mamis sind stolz. Wie unsere Kinder, glücklich am Tisch. Die haben so tolle Menschen auf die Welt gebracht. Ja. Außer du, Martin, kannst du bitte kurz mal weggehen? Perfekt. Und dann ist Jan auch schon wieder von seinem Date zurück. Wie war's? Haben auch ähnliche Ansichten und so. Also es war sehr schön. Wo siehst du die Ähnlichkeiten zwischen dir und Stella? Gute Frage. Sie mag Sport. Das behalte ich für mich. Naja, wenn einem gerade nichts einfällt, dann halt einfach so. Ja, gut, perfekt. Dann warte mal, habt ihr euch geküsst? War nicht der Vibe dafür, sich zu küssen. Es wäre ja peinlich, vor allem zugeben zu müssen, dass sie Nein gesagt hat. Eine Person erfährt aber trotzdem die Wahrheit. Du fragst dich gerade, wie ich wohl küsse. Oh, Jan, bitte nicht. Danke, Devin, so haben wir auch alle reagiert. Ich schwör bei Gott. Jan. Ich will hier jetzt auch nichts schönreden. Es war schon wirklich sehr unangenehm, ja. Das habe ich da gelesen. Es ist still geworden in der Jungs- und Mädchen-WG und Layla zückt ihr Handy, um ein bisschen mit Stella zu texten. Dafür versteckt Layla sich im Sportraum. I know you can multitask. Das ist schon sehr mutig von Layla, wenn man überlegt, dass alle Männer sich darauf ausruhen, dass die einzige Gemeinsamkeit mit Stella Sport machen ist. Aber gut, no risk, no fun. Wir gehen jetzt mal ganz kurz wieder den ganzen Chatverlauf durch. Musste gerade an dich denken, wie war dein Tag? Die Frage wurde nicht beantwortet. Wie gut kann man nach so einem langen Tag aussehen? Bist du eher Team früh schlafen gehen oder früh aufstehen oder nachtaktiv? Hier auf jeden Fall früh schlafen, außer bei der Nacht der Rosen. Haha, und du? Stehe normalerweise so um 6 Uhr auf. Nee, das kann nicht sein. Niemand ist so diszipliniert wie Martin. Wahrscheinlich 6.30 Uhr, du kleine Lügnerin. Aber am Wochenende, wenn ich nicht alleine bin, darf es auch mal ein Slow Morning sein. Zu einem Slow Morning mit dir melde ich mich dann schon mal an. Doppelpunkt Strich. Klammer. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Doppelpunkt Klammer. Oh, wir variieren. Wow. Vielleicht magst du mir morgen bei einem gemeinsamen Date das Handy zurückgeben, damit unser kleines Geheimnis nicht auffliegt. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ist es passiv-aggressiv? Wer hat diese Chats übersetzt? Das ist ja schrecklich. Hab ich da Date gelesen? Achtung, und jetzt haltet euch fest. Dach. Ja, lass dich überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dich. Doppelpunkt Strich D. Boah. Okay, jetzt wird es mir ein bisschen zu wild hier. Ich hätte gerne einen Screenshot von dem, was sie wirklich geschrieben haben. Ich habe das Gefühl, das ist die Soft-Version. So, am nächsten Morgen gibt es eine kleine Videobotschaft von Stella. Guten Morgen von eurer Nachbarin. Ich dachte mir, ich gebe euch heute mal einen kleinen Einblick. In deine Villa? Cool, nice. Dann zeig mal her. In meine Gefühlswelt. Oh. Frauen. Und es gibt ein Gruppendate mit Layla, Luna und Musti. Nee, Musti will doch gar nicht. Er hat gesagt, entweder Einzeldate oder gar nicht. Ah nee, er kommt mit, aber nur, weil es um Gefühle geht und das ist wichtig. Wenn es jetzt ein anderes wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, keinen Bock drauf. Ich meine, ich habe auch schon gesagt, wahrscheinlich war er ein bisschen müde und
bockig so. Aber ich verstehe auch, dass er sagt, gut, wenn es halt sowas Tiefgehendes ist, dann gehe ich da jetzt schon eher mit, als wenn es halt irgendwie sowas Belangloses wie Jetski fahren gewesen wäre oder so. Also heute geht es um Gefühle. Dann gehen wir doch bestimmt an irgendeinen schönen Ort, um dann da darüber zu reden, oder? Oh, okay, gruselig. Das wäre für mich eigentlich so ein klassisches, okay, wir laden nur drei Männer ein, weil über Gefühle reden ist Horror. Ist so gruselig. Ich bin heute für das Gruppendate in einem Lost Place. Also in meinen Gedanken. Ey, so cool. Und Musti freut sich. Wahrscheinlich will sie jetzt auch mal dahinter gucken. Und das ist gut, das finde ich schön. Ich finde es auch schön, dass Musti dabei ist. Na, kannst du dir schon ein bisschen denken, was wir machen? Es hieß ja, es wird heute emotional. Mhm. Schauen wir König der Löwen. Boah. Musti spricht an, dass es ihn so ein bisschen getroffen hat, was Stella bei der Nacht der Rosen gesagt hat. Ich war sehr verunsichert. Ich dachte mir so, okay, wow, ist es jetzt wieder so wie immer, dass mich jeder sehr falsch einschätzt und so? Verstehst du, was ich meine? Vielleicht erklärst du es zur Sicherheit nochmal in Bildsprache. Redet er nun richtig oder ist das vielleicht aufgesetzt oder ist ein bisschen Entertainment? Das ist auch ein Teil von mir. Ich fand das Gespräch gut. Er hat es irgendwie versucht zu erklären. Er kommt tatsächlich einfach nicht so richtig auf den Punkt. Das tut mir natürlich leid und es ist sehr schade, aber wir sind ja jetzt hier. Aber ich meine, wir verstehen schon. Ich glaube, er ist halt einfach wirklich so. Gut, Luna schreibt auf Luftballons. Layla erklärt, wie sie Stella sieht. Hatte ich das Gefühl, dass du auch irgendwie so eine gewisse Mauer da hast. Mhm. Und das Spannende ist, dass es bis zur letzten Folge bei To How To Handle überhaupt nicht bei mir ankam, dass sie irgendwie ansatzweise nahbar wirkt oder diese Mauer nicht hätte. Und das ist hier aber ganz anders irgendwie, weil das Format auch eine ganz andere Ernsthaftigkeit irgendwie mitbringt. Ich merke also, dass du mehr Gespräche mit dir fühlst, dass du eine mega weiche Seite hast und das finde ich richtig, richtig schön. Und ich finde es toll, dass wir das miterleben dürfen. Ich glaube, mir ist da ganz wichtig, dass ich da einfach mir nicht so einen Kopf drum mache und auf die Meinung anderer scheiße, dass es mir egal ist. Okay, oder so, ja. Und was würde Musti gerne loswerden? Es ist eigentlich so, für mich persönlich ist das so eine gute Eigenschaft, weil ich schütze mich ja irgendwie dadurch. Und ja, die letzten 4 Jahre waren halt nicht schön, ne? Was soll ich da sagen? Oh nein. Jetzt wird es auch kurz emotional und eigentlich, wenn man so sieht, hat er die Gleichgültigkeit, sobald er sie aufgeschrieben hat, eigentlich auch schon abgelegt. Es fing halt mit meinem... Alles gut, mach dir keinen Kopf, okay? Und da zum Beispiel wirkt das erst so ein bisschen, oh nein, aber ich glaube, er ist halt einfach so, ich glaube ihm das. Ja, mit dem Tod von meinem Vater an und das da hat sich sehr stark ausgeprägt, was keine gute Eigenschaft ist. Ich verurteile das auch, aber ich kann es, es ist nicht schön gewesen. Irgendwas hat das in mir gemacht. Es ist natürlich auch ein Teil gestorben mit mir. Aber guck, voll schön, dass sie sich jetzt geöffnet hat. Und das ist ja so Schritt für Schritt, lässt man so ja die Gefühle auch mehr zu. Mit anderen drüber reden. Tatsächlich gab es bei mir in der Familie auch vor 4 Jahren ein kleiner Unfall mit meinem Papa. Und wenn man sowas in die Richtung noch nicht erlebt hat, kann man sich auch wirklich ehrlich gar nicht vorstellen, was das für einen Schmerz in einem auslöst, glaube ich. Bei Stella in der Familie ist das aber wohl recht gut ausgegangen. Komm, wir sind alle da, wir sind stark. Ja. Stella so, eigentlich ist es auch gerade ein bisschen zu warm, um sich zu umarmen, aber okay, danke. Schön, dass Musti das irgendwie teilt, damit einfach wieder viele Menschen sich nicht alleine fühlen mit ihrem Schmerz oder ihren Gefühlen. So. Und Stella und Layla verbrennen ihre Unsicherheiten. Ich glaube tatsächlich, dass ich das auch aufschreibe. Ich nenne es mal das Bedürfnis, gemocht zu werden. Ja. Deswegen zückt die Schere und das Feuerzeug und schnappt euch die Steine und werft die Spiegel ab. Hier steht eigentlich auch noch viel mehr. Enttäuschung, Dinge zu sehr zu Herzen nehmen, Meinungen anderer und was unten steht, kann ich hier lesen. Mandelmilch, fühlen. Schön, schönes Date, fand ich gut. Sind die Luftballons aber auch biologisch abbaubar? Ich hoffe doch, weil sonst sterben Fische. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass die wohl abbaubar sind. Also keine Sorge. Und alle guten Dinge sind 3, weil es so schön geklebt hat die letzten 2 Male. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt zu gehen. Das Date heute war auf jeden Fall emotional. Aber voll gut, sowas verbindet halt auch. Finde ich schön, toll, dankeschön. Und eine Person darf dann sogar auch noch später auf ein Date. Das wärst du, Layla, wenn du Lust hast. Wenn du Lust hast.
als hätte es Leila nicht eh schon gewusst. Wenn du Lust hast. Ich glaube, man sieht, dass ich mich sehr freue auf das Einzeldate heute. Bist du sicher? Bei Leila bin ich immer so ein bisschen nervös. Das ist aber auch prinzipiell ja ein ganz gutes Zeichen. Weil ich irgendwie sie so toll finde und auch nichts falsch sagen will oder so gut wie möglich rüberkommen möchte. Oh, das könnte aber auch ein bisschen negativ sein. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht zu doll verstellt dann. So schade es auch ist, Leila muss das Handy wieder abgeben. Das wollte ich dir noch wiedergeben. Ja. Leila hättest halt einfach nichts gesagt. Stell dir vor, sie hätte sich am Ende so einen Spaß draus gemacht und das Handy einfach irgendwo platziert. Bei Martin in die Hosentasche gesteckt und gemeint so, hey Martin, du hast ein Handy, warum hast du uns nichts gesagt? Du kleiner Lügner, raus! Das fand ich nicht real. Ich fand es nicht real. Und wie bringen wir das Date jetzt aufs nächste Level? Ich habe mir schon so ein bisschen überlegt, wie können wir uns jetzt noch annähern. Da fragst du am besten Jan. Vielleicht guckt ihr euch am besten mal eine Minute lang in die Augen. Ja gut, oder vielleicht, Leila, du erzählst einfach mal von deinem Traumdate. Gute Gespräche, dies, das, ihr wisst schon. Und? Vielleicht, wenn beide es fühlen, auch ja. Also ich würde es fühlen. Darf ich dich küssen? Sehr gerne. Wie sie kichert. Oh Gott, oh Gott. Das kriegt auf jeden Fall mehr Punkte als Jans Versuch. Vor allem, weil es ja eher auch eine hypothetische Vorstellung war. Auf die Stella ja dann gesagt hat, so ja. Aber gut, dann macht aber auch jetzt bitte rum. Warum wirkt Stella aber bei diesem langsamen Küssen immer so ein bisschen verkrampft? Es sieht so aus, als würde sie sich währenddessen denken so, oh mein Gott, ich werde gefilmt, jetzt bloß nicht verkrampft aussehen. Und deswegen sieht sie erst recht verkrampft aus. Da ist eine totale Spannung auf den Lippen. Wir waren uns sehr nah, wir sind uns auch immer näher gekommen, je länger der Kuss ging. Oh, hallo, wer bist du denn? Und dann geht's halt ums. Und dabei werden die Hände gestreichelt und berührt. Also man spürt schon ein bisschen was bei denen. Das kann man nicht abstreiten. Die wichtigen Fragen werden auch beantwortet. Was für ein Sex hast du gerne? Eher gefühlvoll und soft, aber ich finde, es kann auch leidenschaftlich werden. Leila denkt sich leidenschaftlich und soft, schließt sich nicht aus. Und los! Der Blick, ui, 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 ui. Über erogene Zonen, zum Beispiel am Hals, wurde sich auch ausgetauscht. Today must be my lucky day. Nehmt euch ein Zimmer! Und at this point verstehe ich auch überhaupt gar nicht, warum Leila nicht gleich da geblieben ist. Sie hatte ihren Beutel dabei. Ich weiß nicht, ob da einfach nur Schwimmsachen drin waren. Ich bin... Auf jeden Fall sieht Leila da schon Potenzial. Dass ich mich verknallen oder sogar verlieben könnte, aber an dem Punkt bin ich auf jeden Fall noch nicht. Oh, Alarm! Da schreitet gleich Jan ein und sagt, nein, Leila hat noch gar kein richtiges Interesse, weil sie ist noch nicht verknallt. Deswegen ab nach Hause mit dir, Leila. Hast du sie geküsst? Ja, Leute, ja. Voll schön, dass sie ehrlich ist. Dann können wir jetzt auch alle beruhigt schlafen gehen. Oder nein, oh mein Gott. Erst Devin und jetzt eine Frau? Das passt doch gar nicht zu Stella. Die will doch einen Mann. Dann ist der nächste Morgen und Stella hat auf jeden Fall richtig gut geschlafen. Jetzt kommt eine sehr, sehr spannende Szene. Irgendwer hat sich gedacht, hey, wir setzen Stella jetzt einfach Kopfhörer auf und lassen sie durch die ganze Villa tanzen. Ich liebe es ja zu tanzen. Wenn ich so merke, ich denke gerade mal zu viel nach. Ihr kennt mich. Wie hat sich das wohl angehört, als gedreht wurde? Yeah, yeah. Das war nämlich ihre kleine Aufwärmübung für die Nacht der Rosen. Sie hat sie sich nochmal kurz durch den Kopf gehen lassen. Wen gibt's noch alles? Wen finde ich gut? Und dann geht's auch schon los. Guck mal, wer da kommt. Wer da kommt. Schaut ihn euch an, den kleinen unsicheren Martin. Sitzt alles um. Stella kommt! Willkommen! Hallo, hallo. Hi. Aber warte mal, was ist hier los? Warum steht Ferry neben Martin? Ich freue mich heute auf jeden Fall ein bisschen zu feiern. Martin und ich haben uns schon entschlossen, dass wir gut feiern werden heute.
Hat sich Sverre jetzt bei den Frauen verkackt, weil er mit Eishuhn gestritten hat und muss sich jetzt an seinen letzten Strohhalm Martin hangeln? Weiß Martin noch, dass er vor 5 Tagen abwertend über Ferri geredet hat, weil er weitergekommen ist und Markus nicht? Okay, ich glaube, viel kann man auch nicht mehr erwarten, oder? Schauen wir noch zu den Letzten, die warten da so erwartungsvoll. Danke. Bei der Szene fand ich es irgendwie spannend, weil ich glaube, es wird denen von der Produktion gesagt, 3 stellen sich da vorne hin, dann gibt es eine Gruppe in der Mitte und der Rest wartet dabei hinten, damit Stella so quasi alle Gruppen einmal abklappern kann, damit nicht alle auf einmal auf sie stürzen. Fand ich spannend. Danke, Annika, jetzt machen wir weiter. Ja, wer hätte sich gedacht, dass ich und Martin wirklich so gut viben und so. Ich kann viel von diesem Mann lernen. Erklär's uns, Ferri. Was genau kannst du von diesem Mann lernen außer Respektlosigkeit und ekligem Verhalten? Aber keine Sorge, ich glaube, das zeigt sich auch in den nächsten Folgen tatsächlich, was genau Ferri von Martin lernt. Eishuhn hat's gesagt, Eishuhn zieht's auch durch. Sie geht zu Stella und sagt, dass es für mich bis jetzt rein platonisch ist, zu gehen. Ja. Das wissen wir auch eigentlich, das haben wir auch von Stellas Seite gehört, dass es eher freundschaftlich ist. Ich habe auch mehr so diesen freundschaftlichen Vibe gespürt. Ja, perfekt. Chillig, Bro, dann sehen wir uns irgendwann. Tschüssi. Und das ist auch wirklich so gemeint. Also muss jetzt sofort die Villa verlassen. Das finde ich ein bisschen hart. Ich meine, so gebt ihr halt wenigstens noch den einen Abend Free Drinks, ganz im Ernst. Ich hätte sie gerne noch dabei gehabt, einfach weil sie ein cooler Mensch ist. Der Abgang war halt jetzt leider wirklich ein bisschen sehr abrupt und deswegen ist Luna auch ein bisschen überrascht und traurig und weint halt so. Eine ganz normale Reaktion. Ja, keine Ahnung. Off-Cam hat Luna zu mir und Jan gesagt, dass sie mehr Drama machen muss, um in die nächste Show zu kommen. Gut, wir wissen aber auch, dass Martin on-cam sehr viel Scheiße labern kann. Deswegen glaube ich ihm halt auch kein Wort. Ich sag's dir ehrlich, also ich fand es nicht real. Richtig stark von dir, dich mal wieder gegen eine kleinere Frau zu stellen. Hot. Sie hat auf einmal angefangen zu heulen, keiner hat geheult. Und wenn sonst keiner geheult hat, dann kann was nicht stimmen. Es müssen mindestens 2 Frauen weinen, sonst ist es gefaked. Aber nicht nur Martin fühlt sich verarscht, weil Frauen Gefühle haben. Scheiße, er ist verarscht. Ich auch. Ja. Übrigens auch Erik wieder dabei beim Lästerkreis über Luna. Och, Erik. Wird sich jetzt wirklich nur darauf aufgehangen, dass Luna geweint hat, weil Eishuhn geht? Die fängt an zu heulen und ich denke mir, hä? Alter, wie kannst du das eben, Alter? Okay, es war ihnen anscheinend nicht echt genug, das Weinen. Aber man muss das Talent anerkennen. Aber wenn es in euren Augen gefaked und nicht echt war, warum muss man das Talent dann anerkennen? Ja, es ist für mich nicht so real und deswegen halte ich mich von so Personen fern. Naja, aber da freut sich Luna doch, wenn sie hört, dass du dich von ihr fernhältst, ne? Ja, endlich! Anderes Thema, Emma hat ein Gespräch mit Stella und Stella meint so von wegen so, hey, kann es sein, dass du irgendwie gar nicht so doll Interesse an mir hast, weil Jan hat da irgendwas gesagt. Ich würde mir persönlich, wenn ich es mal so sagen darf, nie in meinem Leben das Recht rausnehmen zu sagen, ich habe das der Emma jetzt nicht gegönnt, weil ich glaube, sie hat kein richtiges Interesse an ihr. Da ist sie einfach reifer und respektvoller und hat gefühlt auch ein bisschen mehr Erfahrung im Leben, dass man das mit Menschen nicht macht. Hier gibt es Leute in der Villa, die irgendwie scheiße über mich reden, was ich sehr, sehr charakterschwach finde. Ja, aber wer braucht Charakter, wenn man fest im Leben steht? So, und jetzt ist Martin aber gerade mal kurz wieder eingefallen, dass er noch überhaupt gar keinen Kuss mit Stella hatte. Boah, also ich bin eher einer, der sagt, das Spiel geht 90 Minuten. Nicht schon wieder ein Fußballvergleich. Martin, dann werd halt bitte auch ein bisschen kreativer mit deinen bescheuerten Vergleichen. Unser kleiner Fußballspieler nimmt Angriff nämlich jetzt mal wieder sehr wörtlich. Hey. Er musste wieder seinen ganzen Mut zusammennehmen, um dahin zu stapfen, um dann wieder ganz unsicher zu werden. Oh. Ist ihm jetzt unangenehm, dass er nicht sofort hin darf, oder? Weil er ist doch der Mann, er ist doch der Alpha. Das ist ja peinlich, wenn er jetzt zurückgeschickt wird. Nach 5 Minuten Bankdrücken darf er dann aber doch noch kurz. Weißt du, wie du jetzt zu mir stehst? Deswegen wollte ich es fragen, weil wenn du das nicht so fühlst oder so, dann bin ich hier schlecht am Platz oder so. Am Fußballplatz? Gibt er gerade ein Interview nach dem Spiel oder was passiert? Wäre ich Stella, fände ich Martin allein schon von der Art zu reden abtören. Der redet halt einfach auch wirklich nicht schön. Die meiste Energie in seinem Kopf verschwendet er wahrscheinlich mit schlechten Fußballvergleichen oder so. Auf jeden Fall will Stella ihm jetzt irgendwie zeigen, dass sie doch auch Interesse an ihm hat mit einem Kuss. Ich hab gerade niemals, wenn du möchtest. Ich verschwende meine kostbaren 15%, die ich aus der Sendung nutzen darf, nicht mit Martins Kuss. Machen wir weiter. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man das so ein bisschen für sich behält. Ich finde schon, dass man das sagen kann,
aber halt irgendwie auf so eine respektvolle Art und Weise und nicht damit angibt. Aber Martin meinte ja eh oft, ein Gentleman schweigt und genießt, oder? Hey. Jetzt läuft's ganz gut bei mir. Echt? Ich sauf heute mit dir einfach. Ah, nee, okay. Er rennt kichernd wie ein kleiner Junge rum, der gerade eben seinen ersten Kuss hatte und muss es allen erzählen. Ich wollte nur kurz was machen und fertig. Mach schön. Hot. Ein echter Mann schweigt, hat er gesagt. Weiß ich ja nicht so. Challenge. Wie klein kann Martin in den nächsten Folgen noch werden? Momentan ist er so groß. Körpergröße. Kann sein. Oder? Martin, du bist nicht mysteriös, du bist peinlich. Hast du? Nee, ich weiß. Ich bin ein blöder Schwätzer. Martin, weißt du, dass es nichts ist, worum man sich beweisen muss? Ich bin überall ein Mann, der seine Worte hält. Stell dir vor, du wärst hingegangen und Stella hätte Nein gesagt. Hättest du sie dann trotzdem geküsst, weil du ein Mann bist, der seine Worte hält? Oder was ist das für eine bescheuerte Aussage schon wieder? Emma konfrontiert jetzt Jan mit der schwachen Aussage, die er über sie getroffen hat. Als Stella gesagt hast, dass ich kein Interesse an ihr habe und ich muss einfach dir gerade nur sagen... Null. Stopp. Dass Nein. Doch. Hab ich nicht. Doch, hast du. Hab ich nicht. Na klar. Na, sollen wir es nochmal einblenden? Das verletzt mich richtig hart. Ja, aber ich habe niemals gesagt, dass du kein Interesse daran hast. Niemals. Oh, es ist ekelhaft. Zum Glück haben wir hier alles aufgenommen und auf Kamera. Und wenn man es genau nimmt, kam der Satz so nicht aus seinem eigenen Mund. Dass wir drei vielleicht auch eher den Fokus haben, sodass wir dich kennenlernen wollen. Aber das sollte jetzt nicht so rüber... wirklich da ist und... Genau. Er hat's gesagt. Und das passt halt einfach auch zu den Vorwürfen, die Ferry an Jan hatte. Dass Jan da auch schon über Emma und Ferry gelästert hat. Da hat er auch gesagt, nö, hab ich nicht. Männer kommen wirklich gar nicht gut weg in der Sendung. Ich würde mich einfach freuen, wenn du nicht meine Ernsthaftigkeit hier drin anzweifelst. Ja. 1-0 für Emma. Und minus 5 Punkte für Jan fürs Lügen. Das ist so schwach. Und irgendwo da hinten macht's dann nochmal kurz mit Devin rum. Time, stuck in Sehr gut, super, da freuen wir uns. Wirklich, der einzige Mann, auf den ich hier jetzt noch zähle, ist Devin. Ich erwarte auch überhaupt gar nichts mehr. Allein, dass Ferry und Martin jetzt Best Friends sind. Es kann ja nur gut werden, die nächsten Folgen. Eine kleine Vorschau bekommen wir nämlich jetzt auch noch kurz. Es verletzt mich tatsächlich von deiner Seite am meisten. Warum? Ich freue mich, dass die sich auch so gut verstehen. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ich bin gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut bei The Female Company vorbei. In der Videobeschreibung ist der Link. Und das war's. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche. Okay, tschüss.